Hallo, ich bin Konrad Rennert. Ich möchte Ihnen mit diesem Video eine Einführung geben in das Angebot, welches mein Unternehmen, die Plopecis GmbH, seit kurzem anbietet. Erstellung von Materialien, damit schnell Quizze oder Lernkontrollen für den Eigengebrauch auf Smartphones, aber auch für die Lernplattform Moodle stattfinden können. Und das Ganze soll preiswert, einfach und schnell zu realisieren sein. Online-Bildungsmaterialien ersetzen ja schon in vielen Ländern die klassischen Schulbücher. Im Fernen Osten ist das Südkorea, wo man also überhaupt keine papierenen Unterlagen mehr austeilt, aber auch hier in Europa gibt es in Dänemark Beispiele. Da ist es wohl auch schon landesweit üblich, aber auch in anderen skandinavischen Ländern oder auch in Österreich ist man also weiter als in Deutschland. Da können neben PCs natürlich auch die Smartphones oder Tablets eingesetzt werden und das wird also auch angemessen unterstützt. Und solche Sachen, die lassen sich natürlich dann auch leichter vermitteln, weil das ist ein Alltagsgegenstand, den praktisch jeder Schüler, jeder Student oder jeder jüngere Mensch, aber auch Menschen in meinem Alter bei sich führen. Ich will hier an diesem Beispiel was zeigen. Das linke Beispiel, das ist recht einfach aufgebaut, ein einfacher Lückentext. Im oberen Bild ist das Video, wo Goethes Gedicht gefunden vorgetragen wird, dauert nur 50 Sekunden. Und darunter, da ist ein Lückentext, den habe ich kürzlich angefertigt, weil einer meiner Enkel dieses Gedicht im dritten Schuljahr zu lernen hatte. Und weil das eben in wenigen Minuten erledigt war, da habe ich dieses Gedicht genommen und habe es mit Lücken versehen, hochgeladen und mein Enkel, der konnte das dann also auch testen. Zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht so fort. Da braucht man also keine große Hilfe, muss nur wissen, das gibt ein Angebot, das heißt Quizdidaktik. Das hat ein Aschaffenburger Lehrer bereitgestellt und jeder kann da seine Lückentexte automatisch aufbereiten, sodass die dann auf dem Rechner oder auch im Internet bereitgestellt werden können. Wenn man damit etwas weiter in die Tiefe geht, dann sehen wir hier das mittlere Bild. Ein Satellitenfoto, was noch bearbeitet wurde von Afrika. Und da haben wir dann die Bilder oder das Bild in diesem Fall. Und da sind Ziffern eingetragen. Ziffern an bestimmten Stellen, wo die Länder gewusst werden sollten. Beispielsweise nur aus Spaß oder im Unterricht, weil man vielleicht gerade Afrika behandelt. Sie sehen unter dem Bild eine Legende und da sind Teile, die sind zu ergänzen, Lücken. Könnte man auch sagen, Lücken im Sinne des Lückentextes. Und da muss man eben die richtige Ziffer eintragen, die zu der Marke auf dem Bild gehört. Und dann kann man das auch gleich abgeben und man sieht, ob man eben die volle Punktzahl hat oder ob man eben Teil nicht gewusst hat. Das dritte Bild, das sieht zwar hier am wenigsten anspruchsvoll aus, aber das ist genau das, worauf sich jetzt mein Angebot erstreckt. Das, was Sie dafür das zweite Bild brauchen, das können Sie von unserer Webseite kostenlos herunterladen, da trägt man eben das Bild ein, wo es steht und dazu eben die Ziffern, die an die Stelle gehören und dann ist das also auch ganz schnell erledigt. Der größte Aufwand bei dem zweiten ist eben die Erstellung des Bildes mit den Ziffern an der richtigen Position. Im dritten Bild, also im dritten Browserbild, ich habe die bewusst jetzt hier in einem untergebracht, weil die Displays der Endgeräte, wo ich ja eben schon mal die Smartphones oder Tablets erwähnt habe, die müssen natürlich passen. Und da habe ich also jetzt hier ein Drittel der Fläche, die man auf dem Display des Laptops hat, den ich ja normalerweise nutze. Den habe ich also jetzt simuliert als Bild auf dem Smartphone zum Beispiel. Und das ist für Lückentextfragen dann geradezu ideal zu realisieren, weil man eben bei dem Beispiel, was ich hier habe, immer nur wenig eingeben muss. Drag-and-Drop-Fragen habe ich früher mal eine ganze Zeit bevorzugt, aber ich habe das dann mal am Tablet gemacht oder am Smartphone und da verrutschte immer alles und das machte einen dann nur aggressiv.
Aber wenn man hier immer nur eine Ziffer einzutragen hat oder einen Buchstaben und kann dann im Zweifelsfall auch mal hoch und runter scrollen, um vielleicht eine Hilfe nachzuschauen, dann ist das ideal. Und für Lehrer ist das natürlich dann einerseits eine interessante Sache. Man kann hier zur Vorbereitung für Selbsttests, für Testaufgaben, die nicht benotet werden, ganz leicht etwas bereitstellen. Wenn man dann aber eine Klassenarbeit vorbereitet, also wo man dann sagt, okay, wir gehen jetzt in den Prüfungsraum, wo standardisierte PCs stehen, damit alle die gleichen Chancen haben. Und da geben wir dann die Zugangsdaten ein für die Lernplattform Moodle. Und dann werden die gleichen Fragen, die wir hier sehen, die werden dann da nochmal vorgestellt. Und da kann man dann nicht cheaten oder schummeln. Da steht der Lehrer dann im Raum hinter den Schülern zum Beispiel und schaut, ob das dann also auch alles reell zugeht. Handys müssen oder Smartphones, die müssen natürlich dann draußen bleiben. So, das ist nämlich hier der spezielle Effekt. Die Daten, die Sie hier beispielsweise für das rechte Bild einzugeben haben, die werden gleich dual verwendet. Einerseits zur Vorbereitung auf Smartphones oder Tablets oder auch auf dem PC. Und da müssen die also auch nicht so sicherheitstechnisch besonders gespeichert werden auf einer Lernplattform. Die kann man also auf einer Webseite einfach hochladen, weil das wird also auch nirgends gespeichert, was da an Ergebnissen hinterher steht. Aber wenn Sie das benoten wollen, dann müssen Sie natürlich andere Bedingungen einhalten. Und das Tool, was ich anbiete, das bietet diese Möglichkeit eben, das sofort für diese nicht zertifizierbaren Tablets, dass da Tests bereitgestellt werden, aber eben auch für die Lernplattform Moodle. Ja, was wird da sein? Sie können, wie diese Frage rechts mit den 10 Paaren, Vokabelpaaren, da können Sie dann bei meinem Unternehmen eine Liste mit Vokabeln einsenden, die besteht aus 200, 500 oder 1000 Paarungen und die bekommen Sie dann innerhalb von Stunden oder einem Arbeitstag zurückgeschickt. Und was Sie dann bekommen, das setzen Sie einfach in den Lückentextgenerator ein oder in die Lernplattform Moodle. Und dann haben Sie also auch gleich in kürzester Zeit die richtigen Fragen. Sie können da vielleicht noch eingreifen und da ein bisschen was zurechtstutzen, wenn Sie das möchten. Aber das ist so, wie es dann kommt, auch gleich lauffähig. Und in dem folgenden Beispiel, da will ich dann auch zeigen, wie das funktioniert. Unter dem Video finden Sie eine Beschreibung. Sie finden ihr auch auf meiner Webseite oder auf der Webseite des Unternehmens. Und dort ist die Datei ML-Daten genannt, Excel-Arbeitsmappe, ML für Moodle-Lückentext und die Daten, die Sie zu liefern haben, wenn Sie diesen Dienst hier testen wollen, dann ist das also hier die Datei, die Sie brauchen. Sie sehen hier nach einem kurzen Vorspann steht Überschrift Musterliste zum Fallbeispiel, dann ist da eine E-Mail-Adresse, also nur als Fallbeispiel und eine Telefonnummer. Ist optional, falls nötig, kann man da anrufen. Dann kommen hier 200 Vokabelpaarungen, Deutsch, Englisch, kann man natürlich auch andere Sprachen einsetzen, alles was UTF-8 verschlüsselbar ist, das ist auch iranisch, also nicht iranisch, persisch oder arabisch oder russisch. Und dann hat man hier die 200 Vokabeln. Die, die wir eben hatten, die sind hier im mittleren Teil zu sehen. Hier, das sind die von Kochen bis Kelle. Ja, das ist also hier Cook bis Towel. Die hatte ich eben verwendet in dem Fallbeispiel. Unten drunter stehen jetzt noch die wichtigen Informationen für den Lückentextgenerator. Was soll da für Präfix vor der Fragenummer stehen? Die Fragenummer wird automatisch vergeben. Muss man nicht einsetzen, macht aber viel Sinn, dass man das systematisch macht. Und da steht hier EN und ein Rautenzeichen für die folgende Nummerierung. EN sieht man sofort, ist Englisch. Und dann kommt danach dann noch ordnet die deutsche Entsprechung zu. Bei dem Lückentextgenerator ist das also sinnig, dass man das möglichst kurz und knackig macht. Bei dem Lückentextgenerator ist auch wichtig, dass man da die Option angibt, zu einer bestimmten Stelle zurückzuspringen. In diesem Fall habe ich hier auf meiner Website die Quizauswahl angegeben. An der Stelle können Sie natürlich eine Ihrer Websites oder Ihrer Lernplattform eingeben. Das probieren Sie einfach aus. Sie können zunächst damit arbeiten und passen es dann an.
Dann wird hier gefragt, wie viele Leerzeilen man zwischen der eigentlichen Frage, dem Fragentext und den Hinweisen haben möchte. 12 ist hier angegeben. Dann kommt die Überschrift für den Hinweisabschnitt und das, was dann am Ende folgen soll. Und wenn Sie wollen, können Sie hier auch noch einen Einbettungscode von einem Video eingeben, so wie Sie ihn dort geliefert bekommen. Hier ist es YouTube, aber es gehen auch andere Videoplattformen. Die liefern also so einen sogenannten Inline-Frame, ein E-Frame zurück. Und das, was Sie da kopieren können und auf der Webseite oder sonst wo einsetzen, das schreiben Sie hier rein. Und dann funktioniert das auch. So sieht das aus, was Sie zu liefern haben. Dafür gibt es hier ein Blankoformular. Sie sehen, da steht auch schon was drin. Und da füllen Sie also das aus. Die Spalte C ist nur zur Nummerierung. Alle 10 Zeilen ist ja automatisch immer dort, wo eine 0 steht. Da ist das farbig markiert, damit das Ganze übersichtlicher ist, weil das wird ja hinterher auch in 10er-Paketen zurückgeliefert und deshalb also auch schon hier diese Nummerierung, die aber hinterher nicht wirklich eingeht, sondern die nur informativ ist. So, schauen wir uns jetzt die Rücklieferung an. Rücksendung 200 steht hier unten auf dem Register. Und fangen wir oben an. Da sehen Sie die Daten, die Sie geliefert haben, Spalte A, B, C, wie gesagt, diese Informationsspalte, die nicht berücksichtigt wird. Neben den Daten, die Sie geliefert haben, stehen hier die zurückgegebenen Daten. Das sieht hier recht bescheiden aus, aber wer in Excel mal die Bearbeitungszeile ein bisschen vergrößert, das kann man hier machen, der sieht, da steht so richtig langer Text drin. Und das ist das, was dann bei Moodle hier in diesem Fall eingesetzt wird. Wenn das also hier so rötlich ist, dann ist das also für Moodle. Und wenn das hier grünlich ist, dann ist das für die Quizdidaktik. Wer Fachmann in HTML ist, der sieht, das sieht fast identisch aus, abgesehen für die Stellen, wo die Kurztext, die Kurzantworten hinkommen. Das Blaue ist optional, die Nummerierung kann man manuell einsetzen, aber man kann sie auch von hier entnehmen. Das gilt für beide Varianten und die zusätzlichen Hilfen, die unten drunter stehen, die kann man auch für beide einsetzen. Bei Moodle wird man das eher selten machen, wenn man diese Fragen dann für die Benotung einsetzt. Wenn das aber auch zum Selbstlernen gedacht ist, dann kann man das natürlich auch einfügen. Und weil das für beide zu gebrauchen ist, habe ich das hier hingestellt. So, wollen wir jetzt einfach mal so eine nehmen. Vielleicht nehmen wir bei Moodle genau die, die ich eben auch schon in der Quizdidaktik gezeigt habe. Das ist die 7. Hier ist das, ne, Kochen, Garen. Klicke ich mal hier drauf. Sie sehen, der HTML-Text ist schon relativ groß. Genau den kopiere ich jetzt mit der rechten Maustaste. Dann gehe ich nach Moodle. Das habe ich schon geöffnet. Und da kann man dann über Kursadministration die Fragensammlung aufrufen und da kann man dann neue Frage erstellen. Da wählt man die Lückentextfrage aus, klickt auf Hinzufügen und da kann man der dann einen Namen geben, kann man, wie gesagt, aus Moodle übernehmen oder sich selbst was ausdenken. Wichtig ist hier, dass man beim Fragentext auf HTML umschaltet. Also so, wie ich das hier gemacht habe, kann man an den Symbolen erkennen. Und dann kann ich das einfügen, was ich eben da übernommen habe. Sie sehen, hier stehen jetzt die Informationen zum Kochen und da tauchen auch die Eier, das Schwein und die Kelle auf. So, das ist also jetzt der Text, der für die Frage verwendet wird. Jetzt kann ich aber sagen, ich will aber auch hier unten drunter bei allgemeines Feedback, wenn die Frage dann abgegeben wurde und das Ergebnis wird zurückgeliefert, dann kann man sich das anschauen. Dann gehe ich nochmal nach Excel und das allgemeine Feedback kann ich mir hier entnehmen. Ich kopiere das in der üblichen Weise, gehe dann wieder nach Moodle. Und da muss ich auch umschalten auf HTML und da füge ich das ein. Und da sehen wir, das ist schon ziemlich lang, ne? Das ist also länger als das, was hier oben steht. Dann fehlt noch
damit ich das Ganze dann auch abschließen kann. Die Überschrift, die kann man sich hier auch abholen. Die steht hier, EN08. Die kopiere ich. Na, nehmen wir auch wieder die rechte Maustaste. Ich wollte eben schon Shortcut nehmen, aber das ist weniger anschaulich. Und da kann man das dann auch einfügen. Und da steht das dann auch. Änderungen speichere ich. Und dann steht hier EN08, ordne die deutsche Entsprechung zu. Und dann klicke ich gleich hier drauf. Und da sehen wir, so wie das eben schon zu sehen war, sehen wir das hier in Moodle. Die Überschrift, die sieht der Prüfling hinterher nicht. Der sieht also ab hier, wo so blau ist. Ich habe also hier die Entwickler-Variante, aber die kann ich nehmen, um hier die Werte einzutragen, weil ich aber keine Zeit verschwenden will. Hat man hier einen Button, den sonst keiner hat, richtige Lösung. Und da werden dann eben die richtigen Lösungen schon mal eingetragen. Ich kann die aber auch noch verfälschen, wenn ich also hier wie beim Schwein und bei den Eiern die beiden vertauschen will. Hier trage ich jetzt mal eine 9 ein bei den Eiern, ja, und ein 3. Das ist also jetzt X, ne, würde jetzt dem Schwein zugeordnet. Dann machen wir es auch richtig falsch. Hier kommt dann hin eine 3. Ne, bei Pick werden die Eier zugeordnet. Dann gehe ich hier auf Absenden und Beenden. Und dann sehen Sie genau, die beiden sind falsch. Hier wird mir das in dieser Form angezeigt. Wenn ich darauf klicke, dann sehe ich die richtige Nummer. Und die Hilfen, die ich eben eingegeben habe, die sehen Sie hier. Genau wie beim Lückentext kann man hier zu den Eiern sich entsprechende Bilder raussuchen. Das ist auch sofort eindeutig. Und dann haben wir also gesehen, wie das funktioniert. Wenn ich die Hilfen angeschaut habe, dann bin ich hier auch gleich wieder raus aus dieser Vorschau. So, schauen wir uns das jetzt an, nachdem wir das bei Moodle gesehen haben, wie das aussieht, wenn ich das im Lückentext-Editor einfüge. Dann nehme ich diese drei Zellen, das ist also auch wieder die gleiche Frage. Vielleicht blättere ich nochmal nach links, damit Sie sehen, aha, das ist also auch der Bereich. Und ich kann jetzt hier oben das auch mal wieder ein bisschen schmaler machen. So, diesen Bereich, den ich eben schon mal jetzt in der fertigen Form gezeigt habe, den will ich jetzt nochmal neu generieren. Ich markiere diese drei Zellen, die in den Lückentext-Editor eingefügt werden sollen. Wollte ich schon wieder mit Shortcut machen, aber das mache ich jetzt manuell. Ich gehe auf Kopieren, gebe hier einen Lückentext-Editor und hier kommt das, was ich eben kopiert habe. Es fehlt noch die Überschrift, die kann ich mir jetzt auch noch schnell holen. Ist ja die gleiche wie hier, eben bei Moodle. Die kopiere ich hier auch. Gehe hier zum Browser und füge die ein und dann kann ich das den Lückentext erzeugen und aktualisieren. Steht hier unten schon mal alles. Sie sehen einschließlich Video. Das ist also eine Vorschau, also ist das Richtige. Dann gehe ich auf Speichern. Dann ist das jetzt heruntergeladen und taucht hier unten links, in diesem Fall bei mir, kann bei Ihnen ja anders sein, taucht es auf, klicke darauf. Und dann wird das im Browser geöffnet und da habe ich dann die Möglichkeit zu antworten. Hier ist es jetzt so, bei dem Lückentextgenerator, den ich habe, da muss ich immer noch zwei Leerzeichen vorher eingeben. Ich mache es mal beim Rind richtig und dann tippe ich hier mal wilde Sachen ein. Wash off, das ist die 0. Da fehlen jetzt auch noch zwei Leerzeichen, sonst kriege ich da eine Meldung. Das heißt, ich kann sie ja mal weglassen. Ich schreibe nur die 0 dahin. Und dann sehen Sie, der Button ist hier unten. Und da sage ich, da bekomme ich gesagt, erst alle Lücken ausfüllen. Also das ist hier ein kleiner Schönheitsfehler. Den kann man aber manuell nachbessern, wenn man das Ganze dann mit einem Webseiten-Editor bearbeitet. So, ich habe das hier jetzt vervollständigt und da sind zwei richtig. Mal sehen, einmal ist Abwaschen richtig und Beef ist auch richtig.
Die anderen Sachen, die sind falsch, habe ich auch nur eingeklimpert. Und da sieht man dann aber das richtige Ergebnis am Ende in schwarz geschrieben. Unten drunter sind, wie wir es eben erwartet haben oder bei Moodle gesehen haben, auch wieder die Hilfen. Da hatten wir uns ja eben bei den Eiern das Ganze angeschaut, X, na, da waren Eier abgebildet. Hier geht man, wenn man auf Eier klickt, hin und da sieht man, ich kann mir das auch bei Lingui anschauen, gehe zurück, also Sie sehen, schöne Hilfen sind da möglich, ohne dass man viel tun muss, weil das ist ja von anderen vorbereitet. Gehe ich hier nochmal auf die X und da sehen Sie, da wird das gleiche Bild gezeigt, wie wir es eben bei Moodle gesehen haben. Und das Video unten drunter ist auch das gleiche. So, das ist also jetzt der Beweis gewesen, das, was Sie dann zurückgeliefert bekommen von mir, das brauchen Sie einfach nur kopieren und einsetzen. Wichtig ist, dass Sie das in Moodle in der HTML-Ansicht machen und dann ist das sofort lauffähig. Zum Schluss das Angebot. So wie Sie hier die 200 gesehen haben, können Sie von sich aus 200 liefern in beliebigen Sprachen und das wird dann von mir verarbeitet und zurückgeschickt, kostet Ihnen nichts. Sie können hier auch schon mal schauen, wie das aussieht, wenn man nicht nur 200, sondern 500 oder 1000 anliefert. Die bekommen Sie natürlich nicht gratis, sondern das ist dann eine Dienstleistung, die ich dann auch entsprechend honoriert haben möchte, weil da steckt schon eine Menge Entwicklungsarbeit drin. Das Angebot steht für die nächsten Wochen. Schicken Sie 200 als kostenlosen Test an die E-Mail-Adresse, die Sie am Ende der Seite sehen oder direkt an mich. Und dann bekommen Sie auf gleiche Weise die Rücklieferung oder die Rücksendung und können testen. Und wenn Sie dann zufrieden sind, dann können wir sehen, wie wir dann in den nächsten Monaten und Jahren Ihre Quizsammlung aufbauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.